Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren. Mit dem vorliegenden Antrag fordert die FDP die Wiedereinführung von Kopfnoten für Arbeits- und Sozialverhalten, also für Aspekte wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit oder auch Fragen des sozialen Umgangs mit Kolleginnen und Kollegen oder auch Kunden. Schon seit ewigen Zeiten gehört es zum guten Ton, über die Umgangsformen der Jugend von heute zu debattieren. Bereits Sokrates wurden entsprechende Zitate zugeschrieben. Ich habe 10 Jahre Jugendliche unterrichtet am Berufskolleg mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich teile die derartigen Sorgen nicht, sondern bin eher der Auffassung, dass die Jugend von heute im Vergleich zu früheren Generationen sehr, wenn nicht sogar viel zu angepasst ist. Aber selbst wenn man ihre Sorgen teilt, sind Kopfnoten zur Beurteilung sozialen Verhaltens ein völlig untaugliches Mittel. Ich halte grundsätzlich ja schon die Vergabe und die Aussagekraft von Ziffernoten in vielen Bereichen für problematisch. Bei der Einstufung sozialen Handelns aber funktioniert eine Notengebung überhaupt nicht, weil Noten die riesige Bandbreite unterschiedlichen menschlichen Verhaltens in eine winzige kleine Anzahl von Schubladen presst und das im Falle reiner Ziffernoten auch noch ohne jede weitere Erklärung. Kopfnoten für soziales Verhalten sind im Ergebnis nichts anderes als ein Mittel, um Menschen in Bewerbungsverfahren leichter aussortieren zu können. Es ist aber nicht Aufgabe eines Bildungssystems, Unternehmen das Leben leicht zu machen. Bildung soll auch Bildung des Charakters bedeuten. Und das bedeutet auch, abseits von Normen denken zu dürfen. Kopfnoten für soziales Verhalten sind nichts anderes als Normierung von Menschen und Reduktion des Individuums in seiner allerschlechtesten Form. Es ist übrigens fast schon tragisch, dass eine solche Forderung ausgerechnet von der ehemaligen Freiheitspartei kommt, die sich an dieser Stelle leider wieder einmal zum Büttel der Wirtschaft macht. Wenn es also in den von Ihnen genannten Betrieben wirklich das dringende Bedürfnis gibt, Menschen in den Bereichen wie Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft oder gar sozialer Umgang zu bewerten, dann würde ich diesen Betrieben und den Kollegen und Kollegen von der FDP ganz dringend empfehlen, damit mal bei der sogenannten Wirtschafts- und Führungselite anzufangen. Das allerdings dürfte großes Heulen und Zähneknirschen geben. Ich bin der Auffassung, dass auch und gerade im Bereich von Schule und Bildung die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen sollten und nicht die Interessen der Wirtschaft, wer auch immer das im Einzelfall sein mag. Und ganz grundsätzlich ist eine Normierung sozialen Verhaltens das Letzte, was ich mir für diese Gesellschaft wünsche. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf die Diskussion im Ausschuss, gehe aber selbstverständlich davon aus, dass wir diesen Antrag ablehnen wollen. Um es am Ende mit Sigrid Bärs Beispiel zu sagen, das Pferd ist nicht tot, das ist schon vergammelt. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Rydlewski. Und nun spricht die Landesregierung, Frau Ministerin Löhrmann.